dein Gesicht nicht, aber deine Muskeln. Und damit herzlich willkommen zu Mein Bruder entscheidet einen Tag. Yeah! Nein! Sie müssen zu allem Ja sagen, was Ihr Bruder will. Wie fühlen Sie sich? Ich freue mich, wenn ich es überlebe. Hallo, willkommen. Stellen Sie sich gerne vor. Hallo, mein Name ist Jan. Ich bin der Bruder von Jessie. Und sie ist die beste Schwester der Welt. Und hübsch und talentiert und intelligent. Gib mir meine 5 Euro. So, ich habe eine Präsentation vorbereitet. Hier sind einmal die Fakten. Name Jan, Spitzname Schildkröte, Lieblingsessen Döner. Diese tollen Outfits hat er als Kind immer gerockt. Weiter geht's. Talent Nummer 1 ist, dass ich immer lachen muss, egal was er macht. Hier ist einmal Beweisstück A. Genau, wir machen dann weiter mit den Hobbys. Er schickt mir immer Fotos von seinem leckeren Essen und macht mich neidisch, weil ich habe auch immer Hunger. Wir gehen weiter mit Talent Nummer 2. Das sind Saltos, egal ob vorwärts oder rückwärts. Er kann alles. Keine Ahnung, wie das physikalisch möglich ist. Dann, er macht sehr gerne hässliche Fotos von mir und er adoptiert gerne Frösche, die er morgens vor seiner Haustür gefunden hat. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie geht's? Jetzt, wo ich dich wieder sehe, eigentlich schlecht. Wo willst du als erstes hinfahren? Friseur? Nee. Fitnessstudio? War ich heute schon. Vielleicht fahren wir zu deinem Freund. Nee, du hast ja noch nie einen gehabt. Fahren wir einfach irgendwo hin. Ja. Meine Damen und Herren, Stopp Nummer 1, ein Einkaufszentrum. Willst du Schuhe? Willst du eine Jacke? Sandwich. Ein Sandwich, okay. Ja. Ah, wartet ganz kurz. Ich kaufe meinem Bruder gleich das Sandwich, weil sonst isst er mich. Aber falls ihr euch fragt, okay, Jessica, warum ist der Ton so schlecht? Ich habe mir so 10 Euro Amazon-Mikrofone gekauft für dieses Video und die sind halt scheiße. Die erste Sache, die mein Bruder gesagt hat, als wir im Einkaufszentrum angekommen sind, bevor wir anfangen, kauf mir ein Sandwich. Ich hatte eh keinen Hunger, also. Wir sind im Sportgeschäft. Nimm alles, was du willst. Ich bin froh, dass ich nicht zum Sport gezwungen werde. Wir können auch ins Fitness. Da sind Pullis, cool. Gib mir so eine coole Sportszene. Ich mache so ein Edit. Mhm. Fang. Ich habe das vergessen, dass ich nicht sportlich bin. Mein Bruder ist so eine Person, die sagt, nein, ich brauche nichts, kauf nix, kauf mir neue Boxershorts, das passt. Deshalb. Der nächste Stopp ist Zara. Mein Bruder will ein neues Outfit. Das erinnert mich an unsere alten Familienfotos, die mein Bruder und ich früher absolut gerockt haben. Guckt euch diese Pose an. Ich will halt für mich lieber shoppen, aber du brauchst ein Outfit. Weißt du, so, das ist halt so süß. Ich will halt für mich shoppen, aber nein. Aber das ist schon süß. Ich bin eine süße kleine Schwester. Ich suche meinem Bruder ein Outfit raus. Ich habe Geschmack. Ich trage jeden Tag die gleiche Jogginghose, aber... Zara Man. Aber es gibt schon süße Sachen. Mein Bruder braucht Hilfe, weil er weiß nicht, was er nehmen soll. Ich glaube, ich weiß, was ihm gefällt. Wie kann man sowas tragen? Nimm so ein schwarzes mit, so eine Basic-Maus. Doch, die ist, ich glaube, das ist so eine bequeme. Es gibt so viele verschiedene Jeans. Hier sind so viele süße französische Jungs. Mein Bruder findet vielleicht ein Outfit, ich finde einen Freund. Es gab so viele schöne Oberteile und Hosen in verschiedenen Farben. Mein Bruder wollte ein weißes und schwarzes T-Shirt. Wie findest du mein Outfit? Gut, wenn meine Augen zu sind. Ihr Bruder und Sie, warum beleidigen Sie sich die ganze Zeit? Das ist unsere Art von Liebe. Wir beleidigen uns, es ist kompliziert. Hab dich lieb, Bruderherz. Nächster Stopp, Schuhgeschäft. Jan, hast du Jessie gesehen? Falls ihr euch fragt, Jessie, warum kauft ihr nichts? Das frage ich mich auch. Ich musste meinen Bruder zwingen zu diesem Video. Er war die ganze Zeit so, nein, ich will nichts. Bei den Schuhen hatte er schon keine Lust mehr. Er war so, ja, wann gehen wir nach Hause? Ich brauche nichts. Kauf mir Boxershorts.
Da war ich so, guck mal, die sind süß, probier die mal an, bitte probier irgendwas an. Können wir bitte eine Runde klatschen? Ich konnte ihn überreden, diese Schuhe auszusuchen und sie sehen gut aus. Ich kann das alles nicht mehr. Ich wäre fast eingeschlafen. Ich habe hier vergessen, das Mikrofon anzumachen, aber ich wollte eigentlich nur sagen, yeah! Wir sind wieder zu Hause. Keine Angst, ihr müsst nicht fragen. Wir geben euch einen dicken, fetten Haul. Willst du Lipgloss? Hallo, meine Lieben. Nein, lass es. Zu meinem Haul. Du hast eine Nachricht bekommen. Ich habe doch gar keine Freunde. Ich auch nicht. Du darfst zeigen, was du gekauft hast. Weißt du, hallihallo meine Lieben. Ich habe ein T-Shirt und... Einer Basic Jeans. Mhm. Finde ich gut. Zu den nächsten Basics. Meine Lieblingsfarbe ist nämlich schwarz. Passt zu deiner Laune. Ja. Aber manchmal bin ich auch ein Engel. Deswegen weiß. Ja, weil du manchmal... Aber ihr wisst, schwarz bleibe ich immer treu. Ja. Weil man sieht mein Gesicht. Schuhe. Die sind so schön. Hört man mich? Nein, keiner will dich hören. Die sind echt schön. Die will ich auch. Boah, ich hoffe, das hat kein Make-up-Fleck. Nee, alles gut. Ja, so ein bisschen Blush, aber ja, egal. Die finde ich toll. Vielleicht klaue ich die. Das war der beste Tag meines Lebens. Ich hatte Spaß. Ciao, Kakao. Rapper, wann kommt dein Eistee? Und hier sehen deine Nägel eigentlich schon wieder aus. Ey, als die habe ich abgeknabbert. Die sind nicht so clean, ich weiß. Genau. Die waren noch nie clean. Oh, das ist irgendwie süß. Warte, drück mal die Pfote